Hallo und herzlich willkommen bei SwagTab. Ich teste momentan das neue Apple MacBook Early 2016 und so viel kann ich schon mal verraten, ich bin bisher wirklich ziemlich angetan. Vor allem das Gewicht und die damit verbundene Portabilität machen dieses Notebook für mich so interessant. Die Vorteile sollten aber eigentlich bekannt sein. Mindestens genauso oft hört oder liest man von Kritikern aber auch, dass das Ding vielleicht zum Surfen, zum Videos schauen oder für Office-Arbeiten ganz gut geeignet sei. Aber spätestens, wenn man damit mal was Aufwendiges macht, also Bildbearbeitung oder gar Videoschnitt, dann geht es ganz schnell in die Knie. Das ist für mich natürlich ein wichtiges Thema, denn die meisten Videos schneide ich natürlich mit meinem 27 Zoll iMac, aber wenn ich mal unterwegs bin, auf Messen zum Beispiel, oder einfach generell, dann muss auch mein Notebook mal dazu imstande sein, so ein 4K-Video problemlos zu schneiden. Da sehr, sehr viele von euch danach gefragt haben und weil ich der Meinung bin, dass dieses kleine Ding deutlich mehr Power hat, als man auf den ersten Blick eigentlich meinen möchte, habe ich mich dazu entschieden, zu diesem Thema ein separates Video zu machen. Wir wollen also heute mal schauen, ob man mit dem neuen Apple MacBook Early 2016 tatsächlich 4K-Videos schneiden kann und wenn ja, wie das Ganze so funktioniert. Und dann wollen wir natürlich auch noch schauen, wie es sich diesbezüglich im Vergleich zu meinem aktuellen Notebook, dem MacBook Pro mit Retina-Display, 13 Zoll aus dem Jahr 2014 schlägt. Ich glaube, das sollte ganz interessant werden. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. Los geht's! Bevor es gleich ans Eingemachte geht, schauen wir uns aber erst noch kurz die technischen Daten meines MacBooks an. Es gibt ja insgesamt drei unterschiedliche Modelle. Ich habe hier das MacBook Early 2016 mit Intel Core M5 und 1,2 GHz. Dazu gibt es eine 512 GB SSD, 8 GB RAM und die Intel HD Graphics 515. Meiner Meinung nach ist das auch das Modell, was preis-leistungstechnisch noch am ehesten Sinn macht. Mein 13 Zoll Retina MacBook Pro hingegen stammt, wie schon erwähnt, aus dem Jahr 2014. Es kommt mit einem 2,6 GHz Intel Core i5 Prozessor, einer 256 GB SSD, der Intel Iris Grafikeinheit und einer kleinen Besonderheit, nämlich 16 GB Arbeitsspeicher. Beim MacBook ist es ja leider nicht möglich, mehr als 8 GB RAM verbauen zu lassen. Der Punkt spricht also definitiv schon mal für das MacBook Pro. Ich habe außerdem auf beiden mal den Geekbench 3 Benchmark durchlaufen lassen, weil das ja auch immer eine ganz gute Möglichkeit ist, um zu schauen, zu was der Prozessor theoretisch imstande ist zu leisten. Das MacBook brachte es hier im Single Core Score auf 2969, im Multicore-Score hingegen auf 5904 Punkte. Das 13 Zoll MacBook Pro schaffte im Single-Core-Score 3192, aber vor allem im Multicore-Score ist es mit 6832 Punkten schon merkbar besser und das, obwohl es knapp 2 Jahre älter ist. Theoretisch müsste das MacBook Pro also gerade bei aufwendigeren Dingen wie jetzt beispielsweise Videoschnitt die Nase vorne haben. Ob das auch wirklich so ist, das wollen wir jetzt testen. Als Schnittsoftware habe ich auf beiden Rechnern Final Cut Pro X verwendet, einfach weil das Schnittprogramm meiner Wahl ist und erfahrungsgemäß mit die kürzesten Exportzeiten überhaupt hat. Die 4K-Videofiles wurden allesamt mit meiner Sony Alpha 6300 in H264 und mit einer Bitrate von 100 Mbit die Sekunde aufgenommen. Ich habe dann auf beiden MacBooks die exakt gleichen Files importiert und ein 5 Minuten langes Video daraus zusammengeschnitten. Während dem Schneiden war ich schon ziemlich positiv überrascht, denn das MacBook schlägt sich hier echt ziemlich gut. Man kann ohne größere Ruckler durch die Timeline scrollen, Color Correction funktioniert auch ohne Verzögerungen oder Ruckler und selbst die Vorschau lief anfangs noch extrem flüssig. Als ich dann aber nach und nach immer mehr Videoclips zu dem Projekt hinzufügte und zwischen den verschiedenen Clips immer einen ganz einfachen Übergang mit reinpackte, fiel mir auf, dass die Vorschau zu ruckeln begann. Und zwar genau an der Stelle des Übergangs von einem Clip zum nächsten. Das zog sich so über 1 bis 2 Sekunden und dann lief die Vorschau auch schon wieder flüssig. Das ist jetzt natürlich nichts Weltbewegendes, kann in einigen Situationen aber doch stören. Das MacBook Pro schaffte diese Aufgabe zwar auch nicht komplett ohne Ruckler, aber hier läuft das Ganze definitiv deutlich flüssiger. Ich vermute mal, dass man hier stark von den 16 GB RAM profitieren dürfte. Wo aber dann beide MacBooks in die Knie gingen, das war, als ich einen 60 Sekunden langen Videoclip innerhalb des Projektes mit 8-facher Geschwindigkeit abspielen ließ, wobei das selbst mein mittlerweile 3,5 Jahre alter 27 Zoll iMac nicht komplett flüssig wiedergeben kann. Wir reden hier übrigens in allen Fällen von 4K-Videomaterial. Das wollte ich nur nochmal betonen, mit 1080p hat sowieso so keiner der Rechner irgendwelche Probleme. Als ich dann mit dem Schnitt fertig war, ging es ans Exportieren. Natürlich habe ich bei beiden MacBooks die exakt gleichen Export-Settings verwendet. Das neue MacBook exportierte den 5 Minuten langen 4K-Clip in knapp 14 Minuten. Das ist definitiv kein perfekter Wert, aber in Anbetracht des dünnen Gehäusedesigns und des vergleichsweise schwachen Prozessors geht das meiner Meinung nach absolut in Ordnung. Am Ende war es gerade im mittleren Bereich der Unterseite aber doch extrem warm, also auf dem Schoß wollte ich es in dem Moment nicht unbedingt halten. Es kühlte dann aber
aber auch recht schnell wieder ab. Das 13 Zoll Retina MacBook Pro hingegen exportierte den 5 Minuten langen 4K-Clip in knapp 9 Minuten, also ziemlich genau 5 Minuten schneller. Das ist jetzt nicht die Welt, aber wenn man bedenkt, dass dieses Modell schon 2 Jahre alt ist und es nicht das Topmodell ist, dürfte ein aktuelles MacBook Pro mit Core i7 nochmal einen Tick schneller sein. Es fiel aber auf, dass der Lüfter hier bereits nach wenigen Sekunden extrem laut aufdrehte. Das Problem habt ihr beim MacBook natürlich nicht, dafür wurde das MacBook Pro aber bei weitem nicht zu heiß. Wie lautet jetzt also mein Fazit? Prinzipiell bin ich echt positiv überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass man 4K-Videos mit dem MacBook tatsächlich so flüssig und ohne größere Probleme schneiden kann. Ja, für wirklich aufwendige Videos mit vielen Übergängen und so weiter ist es nichts, aber mal ehrlich, die schneidet man nicht auf einem Notebook. Wer seine Videos ausschließlich mit dem Notebook schneidet und viel Wert auf schnelle Exportzeiten legt, für den ist das MacBook Pro immer noch die bessere Wahl. Vor allem die neuen Modelle, die ja jetzt in den nächsten Wochen dann endlich mal vorgestellt werden sollten, die dürften dem MacBook, was das angeht, deutlich voraus sein. Wer aber nur ab und an ein 4K-Video auf dem MacBook schneidet und mit den langen Exportzeiten leben kann, der kann auch bedenkenlos zum MacBook Early 2016 greifen. Das ist zwar nicht ganz so leistungsstark, hat dafür im direkten Vergleich mit dem MacBook Pro aber durchaus noch einige andere Vorteile. Welche das sind und wie sich das neue MacBook abgesehen vom Videoschneiden so schlägt, das erfahrt ihr dann in den nächsten Tagen natürlich in meinem ausführlichen Review. In diesem Sinne hoffe ich natürlich wie immer, das Video hat euch gefallen. Ihr könnt mir gerne mal Feedback in den Kommentaren hinterlassen, ob ihr sowas gerne öfter sehen wollt oder ob ihr es doch eher langweilig fandet. Wie gesagt, ich fand das Thema ganz interessant und einige von euch haben auch danach gefragt. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao.